sollte ich besser Abstand von diesem Kollegen halten, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Schade, dass wir nicht ihm verhalten. Muss da umschauen können. Anzug und Sturmtruppler. Ja. Oh, wir sind Millionär. Wir haben 1 Million. Wie war das? Kein Aufsehen erregen. Ein Sturmtruppler Bot. Ein Putzbot. Wir sind aber natürlich aufgeflogen. Da müssen wir hin. Okay, wie reparieren wir das? Ich soll mich im Kontrollraum melden, aber die dumme Tür klemmt schon wieder. Und okay, wie entklemmen wir sie? Hier vermutlich. Natürlich, haben wir schon versucht. Rechts, links, links, oben. Verdammt. Rechts, links, links, oben. Mein Kurzzeitgedächtnis. Ziemlich aufgefallen, dass wir Spanner zerstört haben. Das will die Einrichtung zerlegen, fällt auch niemand mehr auf. Diese Uniformen haben Thermaldetonatoren. Ob wir das Ding damit aufhalten können? Ja. Und nun? Aha. Mit Detonatoren muss nur schießen oder was? Oh oh. Granat werfen. Ach ja, das war gemeint. Das ist logisch, dann können wir hier natürlich ran. Sehr schön. Gedrückt. Aha. Ah, okay. So funktioniert Rubels.
Und die Tür geht wieder auf. Stats. Jetzt zwei Einheiten unterwegs. Müsste ich dich stören. Hey. Jetzt haben wir hier Aufmerksamkeit erregt. Nicht gut. Betörender Plan, Level starten. Sekunde, bevor wir das Level starten, wir wollten noch was ausprobieren. Hier, das wollte ich nochmal machen. Weil ich habe da was rausgefunden. Ich kann doch gleich mal hier. Da hat doch der liebe Drachenbursche mal ein Video zu gemacht. Da hat er. Mal kurz verraten. Können wir doch jetzt mal gerade einlösen, wo wir schon mal hier sind. Können wir gerade mal zwischendurch. Bevor wir uns nächstes Level starten. Gibt es ein paar Weihnachtsoutfits für Charaktere. Und vielleicht finde ich dann noch die. Vielleicht gibt es auch, ich habe auch online noch eine Seite gefunden, wo es Charaktere gibt zum Freischalten. Bräuchte man die Codes für. Den Cities haben wir schon freigeschaltet, den hat man dann später selbst freigeschaltet. Und das wusste ich schon, das hatte ich im Kopf. Da gibt es Codes für. Das wollte ich gerade nochmal machen. Okay. Jetzt gibt's hier Lebenstag Version von denen. Sekunde. So, einer heißt hier. Ach, können wir nicht tippen, müssen wir hier eingeben. Darauf vor jeder Lebenstag. Okay, was haben wir hier noch? Sekunde. Vielleicht können wir das Ganze abkürzen. So, ich mache die Übersicht. Einmal 3. Ich glaube, das ist kein Lebenstag-Charakter. FC. Ich glaube, die, die du auch im Spiel freischalten kannst, aber die, die du auch cheaten kannst. Könnt ihr auch gleich euch die kurz mit aufschreiben, wenn ihr das haben wollt. FCPP VX. Du kriegst den Tag hin. Und hier die Lebenstagssachen sind ganz wichtig. Hier haben wir
C3PO. C3PO Lebenstag mit Weihnachtsmannbart. Sehr schön. Den spreche ich mir für später auf. Ah, und da haben wir hier noch einen tollen, ganz tollen Code. Gamestack-Version vom Gong-Tweeter, den man kaum noch erkennt. Und alles noch, das ist noch ganz wichtig hier. Den haben wir noch. Auch ein cooler Code. Doppel-E. Chewbacca Lebenstag. Nice. Ein Weiß. Ein Yeti. So. Den Rest, der kommt ja das dann jetzt gerade noch. Der würde jetzt gerade nicht hier. Der würde gerade nicht reinpassen hier. Machen wir dann später, wenn es reinpassen. Ansonsten habe ich noch eine Sache gefunden, ob ich das finde. Das wäre auch nochmal toll. Lego, ich muss gerade mal googeln. Lego Star Wars. Skywalker Saga. Charakter. Sheet. Da hatte ich doch was gefunden, worauf ich ganz scharf war. Bitte lass mich das jetzt finden. Ja, Holiday Special. Ne, das sind nicht die Cheat Codes, die ich suche. Ich meinte, da gäbe es noch was. Sekunde, vielleicht tun wir das jetzt. Das wäre nicht mies. Aha. Webseite macht Sachen. Tja, wartet mal eine Sekunde. Das haben wir gleich. Ja, sag mal. Schön, dass ich im Livestream jetzt ja das nicht finde. Ja.
Na gut, muss ich nochmal bis zum nächsten Part, bis zum nächsten Stream. Muss nochmal, ob ich da noch was finde. Um eins habe ich jetzt hier noch was machen können. Ist noch aus der Prequel-Theorie-Trilogie. WBFE. Newt Gunray, der föderalistische, der Anführer hier, auch nicht schlecht. Dann habe ich hier noch, oder nicht? Sure. Und Schiff kann man ja auch noch kriegen, zum Beispiel. Dieses hier. Gut, dann waren ein paar Charaktere freigeschaltet. Dann spielen wir mal einen betörenden Plan. Fertig geht's mit dem Level. Oh, hallo! Was kann ich heute für euch? Er sagt, er hat die Hauptsteuerung für den Energiestrahl gefunden, der das Schiff festhält. Ich muss alleine gehen. Die Macht wird mit dir sein. Immer. Die Prinzessin, sie ist hier? Prinzessin? Die Prinzessin. Ich fürchte, ihre Exekution ist schon geplant. Doch, wir müssen etwas unternehmen. Wir sehen uns beim Schiff. Das Viech, was dort von dir spielt. Sind außer Betrieb, bis die Eindringlinge gefunden wurden. Du bist unser Gefangener und wir bringen dich in den Inhaftierungsblock. Kapiert? Weil wir die Prinzessin retten müssen. Darum. Den Plan gleich öffentlich besprechen. Hier gibt's nichts zu sehen. Und dann Bescheid wissen. Die Kugelhüfte bleiben alle abgeschaltet, bis ihr Idioten die Rebellen gefunden habt. Kleine unkaputtbare Box. Warum greift ihr denn die an? So fliegen wir doch sofort auf. Und wenn ich das was nicht hinkriegen würde. Aber naja. Warte, die haben wir auch. Nicht. Oh, C3PO brauchen wir dafür. Ja, den haben wir nicht. Schade. Warum haben wir den eigentlich gerade nicht? Bauen. Schau, ein Plan B. Den nächsten, der mich fragt, ob er den Turbolift benutzen kann, schieße ich ohne Rückfahrschein ins All. Natürlich erst, wenn die Türen wieder in Betrieb sind. Komm.
Chewie. Du stehst im Weg. Das, wie kriegen wir das da raus? Chewie steht die ganze Zeit im Weg. Chewie, verpiss dich. Chewie, meine Fresse. Da zieh du halt, Chewie. So zieh du den Dreck. Daran, was Mama gesagt hat. Wenn du respektiert werden willst, musst du dich erstmal selbst respektieren. Ich bin stark und unabhängig. Und hoppla, hoppla. Ist das voran? Allerdings. Jetzt erstmal wegmachen. Jetzt können wir die Sache aufmachen. Verdammt. Links oben, unten, links. Verdammt. So. Kannst weitergehen. Lower Stats. Steht immer noch oben. Au. Schade um die Stats. Ah, da ist Chewie wieder. Endlich. Löse mich mal eben ab. Ich muss kurz wohin. Pause machen. Einfach immer weiter vor den Eindringlingen warnen. Und das ist ja, sehr gut. Wir müssen die Truppen irgendwie dazu bringen, dass sie die Suche einstellen. Ending Leo sind raus. Wir können wieder auf eure Station. Die Gefahr ist vorbei. Verdrängung zerstört, das ist schade. Okay, und nun? Stats sammeln. Jetzt können wir hier was bauen. Oder was? Ricky geht auf weiter vor das Skriptor. Das wird nie funktionieren. Chewie! Steh nicht im Weg rum. Verdammt. Schieb du das halt, Chewie. Nun steh im Weg. Oh. Ist das dein verdammter Ernst? Die Eindringlinge wurden gefunden.
und werden dafür bestraft, dass sie es gewagt haben, unser Dings hier zu betreten. Sehr überzeugend. Ihr könnt also alle wieder die Lifte benutzen. Ihr habt Lord Vader gehört. Schaltet die Lifte wieder ein. Die Turbolifte fahren wieder. Schnell in die Kabine. Ist ja nicht nötig. Decken suchen, wieso? So, auf geht's. Fahrstuhl nutzen. Damit kommen wir direkt in den Inhaftierungsblock. Stimmt. Da freut das Marsch. Als Fahrstuhlmusik. Großartig. Die haben so ein Viech inhaftiert. Gefangenenüberführung von Zelldock 1138. Was? Wer ist das? Ah, er ist ein echt fieser Wookie, Sir. Reißt gerne Arme aus. Der gehört dringend hinter Gitter. Von einer Überführung ist mir nichts bekannt. Ja. Wir können ihn noch freilassen und er reißt euch die Arme aus, wenn ihr das wollt. Na schön, beeilt euch. Öffnet den Inhaftierungsblock und sperrt den Wookie ein. Oha. Hey, Waffe. Raketenwerfer. Aggressive Handlungen. Zielblaster, schwere Flammenwerfer. Oha. Und wie geht's bei euch? Wir schicken eine Streife. Negativ, negativ. Wir haben ein Reaktorleck hier. Flammenwerfer. Ein sehr großes Leck. Sehr gefährlich. Wer spricht dort? Nenn uns deine Dienstnummer. Nice. Meine Dienstnummer ist 2464. Genau, 2464. 2464? Das ist meine Dienstnummer. Das ist meine Dienst. Bist du etwa ein Spion? Etwa von den Rebellen? Oh, die haben Gong-Truin verhaftet. Oh, nö. Ich versichere, ich bin. Das finde ich gar nicht gut. Ich glaub dir kein Wort. Und so ein Viech. Ich frage ein letztes Mal. Wie lauten dein Name und deine Dienstnummer? Hier spricht der Hausmeister. Braucht ihr neue Handtücher? Hausmeister. Ich bringe sofort einen Trupp zusammen und komme zu euch auf. Nein, nein. Wir bringen ihm die Handtücher aufs Zimmer. Kein Grund zur Sorge. Hallo? Nein, der Trupp ist angekommen. Wo mal meinen Flammenwerfer. Wie konnte uns das nur passieren? Sagt euren Arm, lebe wohl! Aha. Geile Waffen gibt's hier. Das ist, dass man so die Waffen wechseln kann. Das finde ich auch großartig. Achso, ja, Sekunde. Nein, verdammt. Dreieck, Kapsel, Viereck. Verdammt! Dreieck. Und jetzt Viereck. Sehr gut. Inhaftierungsblock.
so klein und schon bei den Sturmtruppen? Luke Skywalker, ich bin hier, um euch zu retten. Kommt! Der war gut. Kommen wir nicht raus. Ein Teleporter. Los, in den Müllschacht, die Gas. Zu klein, schon mit den Sturmtruppen. Ich liebe den Dekomo. Was für einen betörenden Geruch ihr entdeckt habt. Es könnte der Roboter hat uns gerettet. Es ist schlimm. 3PO! Halte dich, 3PO! 3PO! Wo steckt der nur? Der gute Fernsehen.